Einfach mal alles getestet, was der auf Server so am Start hat, bevor es dann losgeht. So, und damit können wir loslegen. Also, wir starten mit der Partie und hoffentlich dann gleich auch mit gutem Counter-Strike. Ich bin auf jeden Fall bereit und ich hoffe, der gute Masterplay auch und ihr seid es auch. Hat man noch eine Frage übersehen und eure Meinung, schafft es der Underdog gegen die Dream Eaters? Das werden wir sehen. Also die Chancen stehen nicht schlecht für Sprout. Das können sie auf jeden Fall schaffen. Ja, sag mal, wie steht gerade. Schau mal kurz rein. 5-4 für Sprout. Na, immerhin. Ja, es ist machbar. Es ist eine gute Map für Sprout. Ist nicht die beste für die Dream Eaters. Und Sprout scheint heute echt einen guten Tag erwischt zu haben. So deshalb bin ich mal gespannt. So wichtig, nach dem Durchhänger jetzt auf dem Turnier zu performen. Mhm. Wenn sie ins Finale, in die Playoffs schon mal kommen, wäre das ein super guter Schritt. Ja. So, jetzt schauen wir mal. Startet die Map? Oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Das Laufen, also es sieht aus wie ein Pistol Round, aber der Observer zeigt uns nicht. Jetzt ja, sind wir da! Woo! Es geht los! Also, meine Freunde, wir starten Furia Esports gegen Illuminar Gaming. Eben schon gesehen, Illuminar Gaming knapp die Partie gewonnen, am Ende über das Geld entschieden. Und damit geht es für Furia, die hier als Favorit reingehen, erstmal auf der CD-Seite um die Wurst. Illuminar Gaming entscheidet sich hier auf Vertigo komplett an der B-Rampe aufzubauen. Einen hat man noch als Backstepper über die Mitte aufgebaut, der schaut nach hinten. So, jetzt wird das Tempo angezogen. Ausgleich versucht da sein Glück. Die Rotation ist natürlich schnell auf Vertigo da. Und Reeds versucht das Ganze hier vom Klimagate mit Innocent dicht zu machen. Und das klappt hier. Sie können gegenhalten. Und lasst euch nicht verwirren. Oben sind die Dinger noch falsch. Ja, genau. Also Cesserato natürlich für Furia. Und Illuminar steht hier gerade im 3 gegen 1 in der Überzahl. Cesserato hat die Bombe auch nicht. Das sieht also sehr, sehr schwer aus für ihn. Hier nochmal was zu machen und anstatt uns... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Was ist das? Cesserato, 1 gegen 3. Also nicht verwirren lassen. Oben die Teams sind vertauscht und... Dadurch müssen wir noch ganz kurz warten und dann gibt es hier nochmal so eine Schelle. Ey, was ein krasses Kreuzfeuer. Wirklich sehr, sehr stark. Auf Wiedersehen. Und damit heißt das die erste Runde für Illuminar Gaming. Furia, schauen wir mal, kein Bombplant, kein Geld, eigentlich nicht möglich irgendwas zu forcen. Macht man hier auch nicht. Und das heißt einmal komplett mit den Pistols für Furia. Illuminar mit einer guten Möglichkeit hier eine weitere wichtige Runde aufs Konto zu packen. Innocent steht close, Mono. Oben über der Rampe wartet hier jetzt einfach die Angles ab. Furia muss ja kommen, muss irgendwie reinkommen. Able J jetzt gleich mit dem ersten Kontakt über Mitte. So, da wird natürlich direkt jagen gegangen. Das durch das Update, was wir auf Vertigo abbekommen haben. Die Map für die CT-Seite ein bisschen proaktiver geworden. Also man kann jetzt wunderbar unten Richtung B-Rampe fallen. Man kann auch das Duell unten Richtung A suchen. Also die CT-Seite hat viel mehr Optionen. Auch ein bisschen aktiver ins Spielgeschehen einzugreifen, macht das Ganze nicht so, ja, lass mal abwarten und Tee trinken und verbunkern, sondern du kannst halt wirklich proaktiv auf der CD-Seite hier auf Vertigo spielen. So, jetzt wird er einfach noch ein bisschen jagen gegangen. Art mit 15 AP, Juri mit 38. So, und damit ist nur noch Innocent, der mit Mono hier den Rest abräumen muss. Und damit sitzt die Runde und damit die Entscheidung zum 2:0. Flott, kurz und schmerzlos. Perfekte Runde. So muss es aussehen. Kein Spieler verloren, gut das Geld gefarmt, sich hier absolut nichts abnehmen lassen. Und so kann man natürlich auch die Equipment-Situation schon mal gut vorbereiten. Furia jetzt mit dem ersten Fullby in dieser Map. Viermal die SG wieder, einmal nur die AK ausgewählt. Schöner Booster über den Forklift. Ja, ganz schwierige Situation. Da musst du aufpassen, dass du halt nicht runter die Lücke findest an den Sandbags. Deshalb der Booster wirklich super entscheidend. Und da hat Furia auf jeden Fall schon mal den Erfahrungsschatz ausgespielt. Also sie wissen auf jeden Fall, was sie hier machen. Und wir dürfen nicht vergessen, die Krieg ist auf dieser Map unglaublich stark. Wirklich. Ja. Das ist so eine starke Map für die Krieg und die AUG. Da muss Illuminar unglaublich aufpassen. Und wie gesagt, Furia sehe ich hier alle Male vorne, weil sie haben das eine oder andere nochmal schon Vertigo gespielt. Ja. Bei Furia. Und sie wissen auch, was sie hier tun. Und wenn wir schon mal in Richtung nächstes Match gucken, egal ob Illuminar oder Furia, Big wird kein Vertical zulassen. Also das kann ich mir einfach in kein Paralleluniversum vorstellen, dass Big mal Vertigo spielt. Dementsprechend schauen wir mal, wer von den beiden hier auf der Map jetzt den Vorteil machen kann und wer am Ende droppt. Illuminar
wird aber diese Runde hier nicht holen können, beziehungsweise Oskarisch, der der letzte Überlebende ist. 1 gegen 5, flawless round für Furia, sehr starke Runde. So, herzlichen Glückwunsch auch an die gute JJ Jigsaw zum einjährigen Jubiläum mit 99 Damage. Ich weiß nicht, ob Herr 99 Damage dich da ausführen möchte zum Essen. Hab gehört, das ist manchmal ein Schlingel. Schauen wir mal. Kommst nach Berlin, gebe ich den Dinner aus. Auf geht's. So, 2-1 damit. Vollballrunde durchgebracht für Furia. Ohne einen Mate zu verlieren. Heißt aber erstmal für Illumina nichts Dramatisches. Das Geld ist auf jeden Fall da. Es wird eine Fullball-Runde auch für beide bleiben. Aber jetzt sogar mit der MP9. Na so, nichts dabei für Illumina Gaming. So, haben wir einen kleinen Granatennachteil. Ansonsten sehen die Waffen sehr gut aus. Illumina Gaming versucht direkt wieder unten aktiv Richtung Rampe zu arbeiten. Das gleiche Spielchen wie eben. Furia versucht ein aktives Spiel Richtung A-Rampe aufzuhalten. So, ansonsten erstmal kleine, aber feine Peaks. Man übertreibt es nicht, auch auf Seiten von Illumina Gaming, nur aktiv Richtung B-Rampe gerade die Suche. Man lässt auch erstmal den B-Spot komplett außer Acht und versucht auf den Peak Richtung B zu warten. Der wird ihnen aber erstmal Richtung A zu warten. Der wird ihnen erstmal nicht gegeben. Dafür haben sie Mittelkontrolle und arbeiten sich langsam nach vorne. Also gute Chancen da auch einen B-Split aufzufahren, wenn man halt mit Mittelkontrolle hier arbeiten kann. Das versucht man jetzt auch gerade und kriegt da den ersten Kill mit Able J. Sehr schön, der Schatten aber ungünstig für Art. Dementsprechend dann einfacher Frag für Mono mit dem Crossfire von Stomp auch weiterhin gut auf dem A-Spot. Kommt dann nur schwer rein. Keserato versucht Stomp mit dem nächsten gegen Able. Yuri aber mit zwei und der macht da nochmal den Vorteil für Furia draus. Ah, oh, das ist der miese Backstep, den man jetzt hier auspacken konnte. 3 gegen 2 Situation. Merkst du einfach, sie bauen Richtung A auf und merken, okay, in der Mitte wird nicht aufgepasst. Damit ist Illumina Gaming erstmal in einem Nachteil. Eine, ja, 3 gegen 1 Situation. Und normalerweise müssten sie eigentlich wissen, wie der Hase läuft. Der letzte Spieler sollte eigentlich bekannt sein. Da wird auch gejagt, so wie es aussieht. Ja. Man bleibt hier weiter in der Mitte stehen. Reeds, was will er da noch machen? Der Situation eigentlich nur noch safen. Ja, mehr ist nicht drin. Die Bombe liegt jetzt auch für Furia. Können hier zu dritt eigentlich das Ding gut verteidigen, auch wenn Keserato und Yuri jeweils mit 6 HP super, super low sind und prinzipiell Reeds damit einen guten Opening irgendwie versuchen könnte, was zu reißen, da wird es hier nicht passieren. Er möchte die M4A4 in die nächste Runde bringen und ich denke auch der Hand für Furia wird eher schwierig, da kann eigentlich nur Vini noch versuchen mit seinen 99 HP irgendwas zu machen, aber alle anderen müssen sich eigentlich weit zurückziehen, um auch von der Bombe nicht getroffen zu werden. Und das heißt, eine sichere zweite Runde auch für Furia und der Ausgleich hier auf Vertigo. So, nochmal der Kamerawechsel, damit man noch alles mitbekommt. Boah, da fliegt das Konfetti einmal durch die Wand. Krass. Wunderschön. So. Na, hallo. Hallo? Ist da jemand? Alles gut. Nö. Oh, das sieht aber... Einmal reinbeißen. Das sieht aber nicht so motiviert nicht so aus, ne? Nicht aus, ne? So. Können wir da ein bisschen mehr Motivation haben im Stream? Party. Bitte? So. Aber sind wir live? Auf geht's. 2-2. Nächste Runde. Illumina Gaming. Erstmal nur mit dieser einen Waffe, die man gesaved hat. Und man versucht sein Glück. Ja. Eher wieder Richtung A-Side. Und wir sehen's, die Krieg. Da wird einfach nur der Winkel gehalten. Mehr macht man da am Anfang gar nicht. Sondern einfach nur Winkel halten. Und da hat man natürlich einen riesen, riesen Vorteil. So, und wie gesagt, Furia, eins der Teams, die Krieg schon dreimal durchgespielt haben. Und Art ist so weit vorne jetzt schon, muss er aufpassen, rechts und links, einer geboostet oben, aber er kriegt mit der USB halt nicht viel raus, Keserato und Art jeweils mit den Entries und damit ist der A-Spot frei, jetzt kann man die Bombe holen und auf den Spot bringen und für Illumina ist das eine schwierige Retake-Situation, wenn man das angehen möchte. Reed ist eigentlich der Einzige, der was machen könnte mit der M4. Kann er fast safen. Step, 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 step. So, da wird die Bombe gelegt auf dem A-Spot. Und jetzt bin ich gespannt. Reeds kann eigentlich saven, die anderen beiden vielleicht nochmal auf Exits. So, also der Spieler versucht da so ein bisschen seine Position oben hinter dem Stahlpfeiler auszuspielen. Ja, und wenn da das nicht funktioniert, kommt er nicht auf einen Headshot. Sein Mate versucht ihn nochmal irgendwie zu backuppen, dass man zumindest Art rauskriegt, aber lässt sich auch hier nicht vernaschen. 32 HP
Das bleibt ihm über. Also fast eine Körbchenrunde mit 100 HP bei allen Spielern verbleibend. So, soll aber am Ende nicht so sein. Am Ende, wie gesagt, saved man nur noch die Waffe und Furia lässt sich da auf keinen Tanz mehr ein, sondern geht einfach safen bis auf Yuri. Wird man da versuchen, alle Waffen durchzubringen. Nicht. Okay. Nö, er geht noch ein bisschen jagen. Der will noch ein bisschen was haben. Alter, und Yuri! Den letzten Ace. Spray Control on point. Und damit ist es hier das 2-3. Also alle Spieler fallen am Ende noch. Schön gemacht von Furia. Und damit ist es hier. Ja, die Führung. Die Führung für die Brasilianer. Die tanzen auf jeden Fall schon mal einen heißen Samba hier auf dem Bürokomplex. Wahnsinn, ey. Yuri habe ich ja da dreimal tot gesehen. Er macht ein 1 gegen 3, holt sich einen nach dem anderen raus. Jetzt mit der AWP, der offensive Peak, wird aufgehalten durch Art. Hat da unten sehr gut dagegen gehalten gegen die 2. Jetzt aber noch viermal die M4. Es ist wieder ein Fullbuy für Illuminar. Wissen, was da dran hängt. Wieder kein Geld, um groß dagegen zu halten. Wenn man diese Runde nicht holen sollte. So, versucht den Raum einzunehmen. So, Oskarich wird da direkt rausgeschossen aus seinem Leben. Sehr stark. Also man weiß schon, was Furia macht, hat auf jeden Fall Hand und Fuß. Nochmal das Duell gesucht, wird dafür am Ende sogar belohnt. Und das ist halt der Riesenvorteil mit der Krieg, den Furia hier auspacken kann. Guck dir es an, ja. Die spielen einfach hier einen flotten B-Split. Am Ende kriegen die so viel Raum, Innocent kann da gar nichts machen. Stark. Und die Runde ist schon wieder vorbei. Das war stark gespielt von Furia. Weltklasse. Also wirklich alles outplayed, dass man outplayen kann auf der Map. Da war nichts möglich für Illumina Gaming. Jetzt wird er auch noch rausgenommen. Yuri lässt sich da gar nicht von foppen. Einmal von hinten umdrehen und rausnehmen. Vierte Runde in Folge für Furia. Das sieht sehr gut gekonnt aus, was hier auf Vertigo passiert. Bisher Pistol Round und Folgerunde verloren, aber seitdem fast fehlerfrei durch diese Runden gegangen. Auch keine knappen Situationen, keine irgendwelche krassen Klatsches, die man gesehen hat, um die Runden zu holen, sondern alles solide, kalkuliert, runtergespielt. Ach, diese Kamerafahrten sind ja mal sensationell. Wo fährt der da lang? Irgendwo am schwarzen Spiegel von Mordor trifft man sich zum Clash auf die E-Vertigo. So, Flashbang kommt rein. Kesserato wird es jetzt hier zurückziehen. Klar, man reagiert auch so ein bisschen auf die Flashbang. Orientiert sich aber hier nochmal um. Es ist nur eine Pistol Round für Illuminar Gaming. Nach der Überfahrt, die wir letzte Runde gesehen haben, heißt es hier für Furia weiterhin dran zu bleiben und das Geld auszubauen. Also sie haben wieder einen sehr starken T-Start. Oh, schöner Tower. Ja, der Tower hat hier funktioniert. So, den versucht man jetzt ein bisschen auszuhebeln. So, boah. Smoke kommt rein, Flashbang, Molotov. Wie und dann cool brennt man die Ecke aus. Ja, die wissen schon, was sie hier machen. Wie cool sind die Nades denn bitte? Einmal über die Wand drüber. Ja, sehr stark auf jeden Fall. So, nochmal der Headshot. Vini kommt hier aber in den Genuss, den Kill zu setzen. Und damit Stomp ohne Chance. Da fehlt einfach das Equipment. Versucht hier nochmal gemeinsam rumzuziehen. Und da kannst du halt die Stärke einer Krieg wunderbar ausspielen. Diese Winkel zu halten. Unglaublich gut mit dieser Waffe. Besonders auf Vertigo. Oskarish, 1 gegen 4. Vielleicht macht er noch ein oder zwei. Kann mir nicht vorstellen, dass er alle kriegt. Einfach Schaden. Bombe liegt wieder für Furia. Jetzt sieht er den nächsten Spieler. Ist der erste gegen Yuri, da ist der zweite gegen Vini. Hui, das wäre nochmal ein Headshot gewesen hier gegen Able J. Aber der macht ihn. Und damit auch die fünfte Runde klar für Furia. Das wurde nochmal ein bisschen teuer. Am Ende durch die individuelle Leistung von Oskarich. Schauen wir mal. So. Das ist krass, wie lange der schon irgendwo unterwegs ist, Oskarich. Ich komm dran. Nochmal kurzer Peek. Cerato weiß nicht, dass da jemand close ist. Riaz macht es gut. Headshot gegen Cerato sitzt. Den zweiten schafft er nicht mehr. Und Art kann direkt mit einem Double Kill wieder ausgleichen und den Vorteil auf Seiten von Furia ziehen. Jetzt eine Unterzahlsituation für Illuminar. Vinny close. Wartet noch ab. Soll in Richtung B-Spot gehen auf Skarish. Ist da der Einzige, der das Ganze verteidigt. So, der hat jetzt eigentlich zu tun, Molotov kommt gut rein, da rennen sie ihm genau die Finte. So, der ist bekannt, flecht sich nochmal rein, zieht rum, sucht das Duell, schaltet ja am Ende gegen die Krieg und zwar in den Händen von Able J, aber trotzdem der Schaden immens. Oskarich räumt hier fast im Alleingang den Spot auf. Damit eine 2 gegen 1 Situation und für Art unglaublich schwierig, da nochmal was zu machen. So,
kämpft hier nochmal durch. Ich muss ein bisschen aufpassen wegen dem Feuer. Oh, ja, ja, 2 AP. Also, kurz mal mit dem Feuer getanzt und am Ende passt hier, dass Mono da den letzten holen kann. So, nochmal ganz kurz auf Oskarich einzugehen. Ja. Oskarich hat sehr viel im deutschen Bereich gespielt. Darunter bei Killerfish Esports. Dann ist er zu Nerd Rage gegangen. Das ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her. Dann hat er bei Linecast gespielt. Dann bei Penta Sports. Dann ein paar Monate bei Attex. Sogar sehr lange, 5 Monate. Dann ist er aus dem deutschen Bereich abgehauen und ist zu Team Preparation gegangen. Dann hat er bei XCOM gespielt und jetzt bei Illumina. Also, ihn hat es dann nach Polen verschlagen. Sehr cool. Da mal die ganze Lebens- oder Entwicklungsgeschichte so. Von Oskarisch. Genau. 2015 wurde er auch ESL-Meister in Polen. Naja. Nicht schlecht. Ja, Sachen gibt's, ne? Mit Launch Gaming war das damals. Oh Gott. Das Team von CSGO Launch. In einem Land vor unserer Zeit. So, Mono steht wieder bereit, wartet hier auf die Rampe. Push von Furia. Die haben sich das Ganze jetzt etwas langsamer aufgebaut. Noch eine Minute auf der Uhr, um hier das Ding durchzuziehen. Da kommt wieder die Smoke, die wir gerade schon gesehen haben. Eine Minute. Jetzt lässt man sich mal Zeit. Wartet vielleicht auf einen Push, auf eine Aggression von Illuminar. Bisher kommt die aber noch nicht. Also, jetzt liegt die Wand, also straighter Execute, den wir von Furia sehen. Einfach nur den Raum freihalten. Mono steht nochmal bereit mit dem Molotow, um zumindest irgendwie die Bombe vielleicht herauszunehmen. Ah, der kommt ein bisschen kurz. Trotzdem, der Molotow könnte hier extrem Schaden machen. Und der nimmt sogar noch einen mit raus. Also, Mono kann hier zuschlagen, zumindest eine 4 gegen 4 Situation ermöglichen. Knapper Molotow. Am Ende nimmt er dich den Planter raus und dann der Spieler, der dann in der Ecke getrappt ist. Ja. Und sie müssen retaken. So, jetzt werden nochmal alle Smokes eingesetzt, nochmal ein bisschen Raum abgeblockt, dass man sich das Leben hier leichter macht, da irgendwie auch crossen kann. Boah, schön. Oh, schön gemacht von Jurik durch die Wand. Ah, es wird schwierig, es wird sehr schwierig. Innocent mit dem anderen Diffuse, versucht so ein bisschen was zu baiten, Mono Innocent. Damit ist es ein 2 gegen 3, jetzt wird einfach mal durchgezogen, Vini muss rumziehen. Hat sich auf dem Schirm, die Bombe wird Diffuse, aber Vini und Juri. Knapp. Das war noch knapp eine Sekunde vielleicht, oder 1,5. Aber da zieht man rum und macht zu dritt diese Runde klar. Nächstes Ding für Furia, 6-3. Stark, aber auch trotzdem wieder ausgespielt von den Brasilianern hier. Also es geht schnurstracks weiter. Furia kann genau wieder anfangen wie gegen Big, nämlich mit einer überragenden T-Seite. So, jetzt sollte man einen Push in der Mitte geben mit ein paar Pistolen. Schaden ist auf jeden Fall gesetzt. Nochmal Stomp. Und jetzt versucht Mono hier nochmal reinzuziehen, kriegt ja aber nicht den Kill. Nice Try auf jeden Fall. 2 gegen 1 Situation. Oskarich ist natürlich als letzter Spieler bekannt. Und deshalb wird man auch versuchen, auf den Spot Richtung A drauf zu gehen. So, da kriegt Oskarich keine Waffe. Die scheint wohl runtergefallen zu sein. Oder? Wo ist sie? Ja, wahrscheinlich ganz. Jetzt Batman, sie ist weg. Schade, kommt er nicht mehr ran, also keine Waffe zum Saven. Das heißt, er geht wahrscheinlich ran. Ich meine, Art mit 7 HP und K. Serato mit 57 mit einem guten Bodykit, ist das vielleicht auch möglich? Ja, er sucht aber jetzt eine Waffe und wird dann höchstwahrscheinlich einfach safen gehen. Noch liegt die Bombe nicht, jetzt liegt die Bombe. Jetzt bin ich gespannt. Da ist ein Krieg. Was macht er damit? Ran oder nicht ran, das ist die Frage. Sieht nicht mehr nach einem vollen Versuch aus, hier wirklich was Diffusen, eher so ein bisschen Exit-mäßig. Jetzt hat er einen 1v1, jetzt kann er es versuchen. Jetzt kann er es probieren. Und da macht er das Ding! Das reicht! Ja! Den Versuch genommen, den Versuch bekommen und den Versuch erfolgreich hier abgeschlossen. Auf geht's! Also, Lücke gefunden und er findet sie. Eieiei. Bisschen offen gestanden, da muss Furia selber tadeln. Das war keine gute Position von dem Spieler Richtung Connector. Wir schauen uns den Diffuse nochmal an. Großartig. Ja, sehr schön gemacht, dieser Diffuse. Sehr stark. Achtung. Ah, jetzt, er hat es nochmal abgebrochen. Das war die wichtige Szene. Aber er hat es. 4-6. Damit kommt man wieder ein Stückchen rein für Furia. Geldmäßig aber noch kein Problem. Die haben noch so viel auf der Bank. 8000 bei Vini. 5-6, 3-2, 4-7, 4-2. Also sie können noch 2 Runden locker kaufen, auch wenn sie verlieren. Einfach immer die Bombe gelegt. Immer gute Kills gemacht. Und daran kommt jetzt so ein kleiner Vorteil auch trotzdem zu tragen. Krass, dass Illuminar die Runde gewinnt und trotzdem kein Geld hat. Das ist ja auf CT einfach der bitter. Der Klassiker. Ja, das ist auf CT einfach bitter. Jetzt bin ich mal gespannt. Scheint wieder eine taktische Pause zu sein in diesem Fall.
wenig Leute, die hier reden. Und damit sind wir wieder drin. So, Oskar, ich übernimmt auch die Ingame-Leader-Rolle in diesem Line-Up. Das heißt, auch er als Ingame-Leader ist hier gerade wirklich sehr gut unterwegs. Das darfst du halt nie vergessen. Ingame-Leader und Fraggen, das ist ein Talent, das nicht jeder hat. Das stimmt. Muss dich halt so fokussieren auf die Taktiken, wie spielst du die Gegner an, einfach was passiert. In deinem Kopf gehen als Ingame-Leader hunderte Sachen während der Runde vor, dass dein Full-Fokus einfach nicht auf den Fracks liegt. Das ist, glaube ich, so das größte Problem, dass du so multitaskingfähig sein musst, dass du nicht den vollen Fokus auf die Headshots setzt. So, sollte dann auch gleich weitergehen. Also abwarten und Tee trinken. Scheint wohl vielleicht ein längeres Problem zu sein. Mal schauen, wir werden sehen. Aber es gefällt mir bisher ganz gut. Also Furia wirkt hier schon ein bisschen stärker. Das sind so Spielfehler, die jetzt meiner Meinung nach eben bestraft wurden. Wo man hätte eigentlich die Runde bei Furia nicht abgeben dürfen. Was ist er überhaupt? Ist er der Coach oder ist er einfach der Papa, der mitkommt bei Furia? Einer der Spieler wäre noch nicht volljährig. Nee, vielleicht einfach, keine Ahnung. Ja, schon klar, ich hab's schon verstanden. Ich weiß nicht, vielleicht ist er einfach, ja, der Motivator auch, ne? So, ja, jetzt startet hier die 11. Runde. Furia nochmal mit ihrem bekannten Besonders, ich sehe ihn zum ersten Mal. Vielleicht ist auch der CEO oder so, ich weiß nicht. Weil der Coach nicht kann. Okay. Wer weiß, ne? Nichts unmöglich, Toyota, sag ich da immer. Hashtag Werbung. So, nächste Runde gestartet. Erster Frag geht wieder hier an Illuminar. Stompen den zweiten gegen Yuri noch erfolgreich. Und damit 5 gegen 3 Überzahlsituation. Furia kommt nicht wirklich wo dran, wo sie hinwollen. Sind auch super split jetzt auf verschiedenste Seiten aufgeteilt. So, und endlich mal eine Chance für Illuminar Gaming in diese Partie reinzukommen. Endlich kriegt man mal ein Mittel gegen Furia, die Lösung zu finden, um das Ganze hier Brasilianer ein Ticket schwieriger jetzt nice. Mal ein schöner Refrag. Damit können sie die B-Rampe raufreißen. Und sie kriegen den Backstep mit Able J von der Seite. Also da denkt man, beide kommen über die Rampe und was passiert? Da ist Able J und schlägt hier zu wie ein Wiesel. Boah, wird hier Malchen mit der Krieg weiterhin Schaden machen. Was eine Runde von Able J. Er hat alles auf dem Schirm und ist dann so unfassbar präzise auf dem Kopf. Das war eine absolut genial ausgespielte Position von ihm. Und da geht Furia nochmal dick in die Runde rein. Uff, das war schon saustark. Boah, das war Able J's Runde gerade. Man hat mega krass ausgespielt. Erstmal dieser Backstep, dann der Spray. Zack. Unter Kontrolle, Zack. Dann den nächsten rausgenommen. Wirklich unglaublich stark. Kann man nicht mal wirklich Vorwürfe machen, dass der Spieler da nicht fällt. Das war einfach mega krass gespielt von Able J in der Situation. Huh. Vielleicht, ich weiß nicht, ob er eine Granate in der Hand hatte. Aber es war auf jeden Fall krass von Able J. Einfach. So, kleiner Tower. Art auf dem Weg nach vorne. Das schickt natürlich Illuminar Gaming keine günstige Situation. Die müssen jetzt wieder einen leichten Buy anlegen. Ansonsten sparen. Und dann geht's nach vorne. Yuri wieder mit dem ersten. Die sind einfach extrem stark an der Krieg. Ja, die haben die Waffe gut unter Kontrolle und können damit auch sehr, sehr viel machen. Das Geld hat einfach wieder sehr schwach bei Illuminar. Die eine M4, ansonsten nichts. Investiert für Furia eigentlich eine weitere Runde, die sie hier gut mitnehmen können. Vinny mittlerweile komplett durch auf dem B-Spot. Sieht jetzt den Verschieber, hält mit dem Molotow nochmal ein bisschen Raum frei und währenddessen wird die Bombe auf den Spot getragen und Innocent jetzt im Loch. Na, der wartet, dass da irgendwas vorbei läuft. So, Oskar, ich warte noch in der Mitte. Retake-Situation kann man auf jeden Fall hier nochmal versuchen. Dafür sollte man aber eine Öffnung finden. So, teilt hier auf, 4 gegen 4, wartet auf die Exit-Frags. So, Cesarato schlägt zu an der A-Rampe. Das ist auch der einzige Spieler, der da wartet. Der Rest steht halt vor B, wartet am Fenster, dass nochmal irgendwas durchläuft. Einer schaut nach hinten, weil die M4 würde man schon gerne durchbringen. Das wird man jetzt hier am Ende auch machen, den Händen von Oskar Rech. Dass er doch eine sehr starke Partie hatte.
aber hier nichts machen kann. So, von Reeds gibt es hier nochmal den Versuch, ein bisschen Schaden zu machen, vielleicht noch einen in die Luft zu sprengen. Das gelingt hier aber auch nicht, außer die, ja, Hüte, die fallen um auf den Spot. Nicht die Spieler, sondern nur die Hüte. Die Hüte der Spieler. Auf geht's. So, gute Runde von Furia, kein Geld erstmal ausgenutzt gegen Illuminar. Die haben jetzt aber wieder Geld, die werden wieder kaufen, bis auf... Mann, die M4 hat man durchgebracht, oder? Ja, man hatte gut auf die Seite gelegt. Ja, also es sollte jetzt auf jeden Fall reichen. Voll bei jetzt. So, nochmal die kleine taktische Pause, die man auspackt. Mal gucken, was man damit anstellen kann und was man machen kann. Ist Vertigo T-Sided oder City-Sided? Ja, eigentlich sehr ausgeglichen. Okay. Ich würde sagen, eher ein bisschen CT-lastiger geworden jetzt durch die Änderung. Ja. Aber sehr ausgeglichen. Eigentlich eher so eine 8-7-Map, denke ich. Okay. Also Illumina jetzt, auf geht's. Illumina braucht auf jeden Fall Runden. Doppel-AWP-Setup jetzt auch das erste Mal zu sehen. Innocent und Stomp an der Sniper. Innocent darf auch direkt den ersten Frag gegen Yuri mitnehmen hier. Damit hat man die Überzahl vorerst wieder für Illuminar. Das hatte man jetzt aber schon schon einige Male und war bisher kein Garant für eine gewinnende Runde. Ja. So, denkt dran, 15:30 ungefähr gibt es dann auch den Big Clan gegen eins der beiden Teams. Ne, gegen Argo, pardon. Eins der beiden Teams wartet gegebenenfalls im Consolation-Finale. Also das wird sich natürlich jetzt hier entscheiden. Genau, zur Erklärung, das hier ist das Winner-Final, also Best of One. Wer von den beiden Teams hier jetzt gewinnt auf Vertigo, der ist sicher in den Playoffs und Big muss dann gegen den Verlierer des Matches davor gegen Argo erstmal im Best of Three ran. Aber nicht traurig sein, das Ganze ist ein BO3, das heißt keine BO1 mehr für Big. Die müssen heute noch zweimal BO3 spielen, wenn sie hier durchkommen wollen. Schöner Push da von Art. Nochmal von Oskar die Antwort. Der letzte Spieler sollte hier eigentlich Richtung Spot bekannt sein. Kiss Abel J das Backup. Ey, Abel J ist so ein fucking Beast dieser Krieg, Mann. Immer aufs Gesicht. 100% Headshot meiner Meinung nach. Immer nur in die Goschen. Und Mono, den Drop hört man auf jeden Fall. Jetzt weiß man, Wilds und auch Case der Lasso. Das ist halt das Krasse mit der Krieg. Du kannst den Winkel halt ohne Probleme halten, ja, ne? Batsch, du hörst ihn halt droppen und du musst einfach nur den Winkel halten, weil dein Aiming passt im One-Shot. Ist halt mega krass. Also die Krieg ist halt echt eine mörderhafte Waffe auf Vertigo. Und ich verstehe halt auch nicht, warum viele Teams nicht die AUG spielen. Zum Beispiel hier auf CT-Seite. Oder ich würde immer die Option nutzen, eine Krieg mit einzupacken, wenn ich eine krieg, weil auf Vertigo ist so viel wert. Du kannst so viel machen mit der Krieg, weil du halt so fiese Winkel halten kannst oder auch mit der AUG. So, wir haben eine. Wir haben eine AWP. Erinnert so ein bisschen an das Spiel gegen Big, ne? Immer wieder auf der T-Seite unglaublich krass unterwegs. Furia. Ah, sie haben einfach klasse Aiming. Muss man einfach hier auch mal in den Raum stellen. Das Aiming bei Furia, exzellent. Und wie gesagt, sie sind brandgefährlich an diesen Scope-Waffen. Jetzt schaut man, dass man hier ein bisschen rankommt. Ein bisschen durch die Boxen und das Holz hier gebankt. Da wird der Eimer weggeschossen. Mollo und Smoke, das ist eine schöne Kombi mit den Nades. Haben wir jetzt schon einige Male gesehen. Und Stomp, der steht wieder ganz oben geboostet auf diesem Plateau, wie auch immer das heißt. Strefa Detonacili oder so. Da oben links, da steht's. Ganz, ganz fiese Position. Skarish mit dem ersten gegen Art. Jetzt ist es an Mono, der kriegt noch einen. Yuri zwar mit dem Refrag, aber immer noch die Überzahlsituation, die jetzt negiert wird. Und Kay Cerato ist wieder im Gesicht. Ja, immer diese Double Frags und guckt ja an, wer da wieder kommt. Abel J. Aber das kein ist die Headshot, das ist mal. Die 2 gegen 1 Situation, es liegt an Kay Cerato. So, individuell, 16 Sekunden, es muss auf den Spot gehen und es muss wieder individuell geklatscht werden. Ansonsten kann hier Illuminar Gaming auf eine neue Runde bauen und zwar auf den 15. Oh, er sieht ihn. Oh mein Gott, jetzt muss er ins Duell gehen. Ach, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Keine Chance. Einfach die Doppeltaps. Einmal durchziehen. Dabei treibt es auch keiner, schön gemacht von den Polen. Ja, wichtige Runde, sehr wichtige Runde auf jeden Fall.
holt die Nummer 5 aufs Konto und damit gehen wir mit einem Full-Buy für beide Teams nochmal in diese letzte Runde der ersten Halbzeit. 6-9 wäre, glaube ich, ein in Ordnung Ergebnis für beide Teams. Auf jeden Fall. Also ich denke, nach der guten Fahrt, die uns Furia da vorgelegt hat, die wilde Achterbahnfahrt an der Krieg, kämpft man sich bei Illuminar Gaming nochmal teilweise gut in die Partie rein. Auch wenn das Ergebnis am Ende, zumindest wenn man es vom Stärkevergleich sieht, leichte Vorteile für Furia hat. Ja. Finde halt, Furia spielt hier gutes Counter-Strike. LBJ mit der Smoke und dem Molotov für Mitte. Viele Nades, die da fliegen. Wenig Schaden, der dabei rumkommt. Jetzt nochmal der Boost von Innocenter, auf die also um über die Smoke hier drüber schauen zu können. Vinny eröffnet aber auf dem B-Spot die Runde gegen Stomp. Bin ich gespannt, was man machen kann. Oscarish mit dem Molotov. Nochmal die Rampe unter Kontrolle halten. Stellt sich wieder Def. Wo sind die Entries? Wer findet noch einen, um den Spot aufzumachen? Oh, Molo gegen seinen Mate, Innocent, muss aufpassen jetzt. Und Reed steht isoliert. Yuri nimmt ihn raus. Das ist nur ein 1-2-1. Das reicht für Furia. Vini mit dem nächsten. Und jetzt Mono und Innocent. 2 gegen 4. Bombe wird geplant. Ja, kommt wieder die Kriegmaschinerie an. Und fährt hier einfach nur drüber. Ah, es ist so krass, Mann. Furia ist so ein gutes Team. Ich kann es noch tausendmal sagen. Sind so krass, wenn es darum geht, diese Winkel zu halten. Sehr stark gespielt. Tja, und damit ist es die Runde für Furia. Und das ist ein ordentlicher Vorsprung. Also ich denke, damit kann Furia auf jeden Fall arbeiten. Bin gespannt, was Illuminar jetzt hier auf der T-Seite selber vorbereitet hat. Aber ich denke, Furia kann diesen guten Start mit in Halbzeit Nummer 2 auf jeden Fall mitnehmen. Ja, definitiv. Also das war eine absolut in Ordnung Halbzeit von beiden Teams. Furia mit dem 3-Runden-Vorsprung. Und wir schauen mal, wie das Sprout-Game ausgegangen ist, wenn du kurz auf die Webseite gehst. Weil ich glaube, ja, das ist durch. So, Trommelwirbel bitte einmal. Es ist durch! Trommelwirbel. Sprout hat gewonnen mit 16-9. Großartig! Und damit haben wir unser deutsches Team in den Playoffs. Einmal einen Applaus in den Chat. Dann hau mal die Ratsche. Das nice. Geht mir so viel. Sehr schön. Kann ich mal üben als Ratschenbeauftragter. Genau, ich kann schon mal üben. Wunderbar. Schöner Kehle erstmal von Furia. Der war auch ratschenträchtig auf jeden Fall. So, Stomp. Der wartet. Der hat Angst, dass er in der Mitte gepiekt wird. Da ist das Backup aber da von den Mates. So, ABLJ. Hat wieder mit dem nächsten. Er hat es eine Bestie an der Pistole. Ja, nochmal Stomp. Mit der Antwort. Die Rotation ist da. Nochmal die Deagle, die man auspacken will. 3 gegen 3 Situation. Ausgerechnet versucht jetzt hier den Winkel zu halten. Immer wieder die Deagle. Auf lange Distanz. Immer wieder den Versuch, diesen kleinen, aber feinen Peak irgendwie rauszuholen. Der versucht da sein Glück. Oh, am Ende kommt Kesserato über die Seite rein. Der ist immer noch brandgefährlich. 2 gegen 1. Nächster mit Juri über die Seite. Vini über die Seite. Das ist Kesserato. Der ist hier beendet. Zum 11-5. Also, wir sehen genau das gleiche Spielchen wie gegen Big. Furia kann auch hier diese wichtige Pistol-Round in Halbzeit Nummer 2 gewinnen und dadurch die Partie um einiges leichter für sich gestalten. Jetzt bin ich gespannt, was man hier macht. Man hat einen Bomb-Plant bei Illuminar. Das heißt, prinzipiell ein Force-Buy nicht unwahrscheinlich. Muss halt jetzt gucken, mit 6 Runden im Nachteil, 11-5, wie viel Risiko man eingehen möchte mit diesem Force-Buy, wie viele Runden man es wert wäre, da reinzugehen. Das wird der Force-Buy. Doppel-SG, ansonsten Pistols. Doppel-SG ist natürlich auch mal was Krasses. Sieht man auch nicht so oft. Jo, und da sieht man, wie stark das ist, ne? Krass. Es ist einfach so krass auf Vertigo, wirklich. Die Waffe musst du einfach trainieren für Vertigo. Wirklich. Ja. Und im Endeffekt ist die Waffe leichter zu kontrollieren als eine AK. Kleiner Fun-Fact, weil du nur rechts links runterziehen musst. Du hast ja normalerweise so ein T-Spray-Pattern, ne? Ja, genau. Und bei Vertigo hast du einfach nur eine Diagonale. Bei Vertigo, bei der Krieg hast du einfach so eine Diagonale. Einfach links leicht runterziehen, die schießt halt wie ein Strahl auf eine Position. Das Problem dabei ist, dass es nicht das Ding ist, dass es schwierig ist, sondern dass es ungewohnt ist. Es ist einfach mega ungewohnt, weil du halt den Spray von der AK gewöhnt bist oder von der M4,
oder von allen anderen Waffen, die haben ja all dieses leichte T-Pattern, ne? Und das hast du halt bei der Krieg überhaupt nicht und das macht dich halt fertig. Ja, das ist echt stark und wenn man die Waffe dann mal kann, ist sie so unglaublich stark. Die Luminar ist auch so unglaublich stark. Doppel-SG-Setup für den Force-Buy und Furia wird hier komplett aus dem Spot geschossen. Okay, Serato, der letzte Überlebende, 1 gegen 5. Jeder überlebt bisher bei Illuminar und das war ein perfekter Force-Buy mit einem perfekten Ergebnis. Jetzt nicht mehr, aber trotzdem gut. Schauen wir mal, wie viel noch drin ist. Okay, Serato, ob er überhaupt überleben kann. Nein! Oscarisch mit einem schönen Ding nochmal und damit werden alle eliminiert. Schauen wir mal, was jetzt bei Furia passiert. Hat hier wenig aus der Runde geholt. Ob man da nochmal was rausholen kann? Oder nicht? Nee, macht man nicht. Furia geht hier auf die Pistolrunde, aber man kauft trotzdem runter. Es war scheinbar gar nicht mehr drin. Schwierige Doppel-Ökonomie jetzt für Furia. So, trotzdem, Furia hat natürlich einen super, super Puffer, mit dem sie arbeiten können. Yuri, die SG aufheben. Und damit jetzt eventuell was machen. Reds aber gehen Vini erfolgreich. Macht das Ganze erstmal zu einem 4 gegen 4 und hält das wieder so weit wie möglich offen. Reds mit dem nächsten Oscarish von hinten hält da alles frei. Und Yuri jetzt mit der SG. Was kann er noch rausholen mit dieser Waffe? Er wird sich freuen, auf jeden Fall. Potenzial, das Ding auch zu safen. Ich glaube, das wäre eher noch geil, wenn er die Waffe halt durchbringen könnte. 3 gegen 2 Situation, bekommt ihr aber nur die Öffnung. Wird jetzt abgesmoked, also mit allen Mitteln will man der verteidigen. Ich glaube, das ist die beste Option, ja. Die Yuri ziehen kann, einfach die Waffe mitzunehmen. Wir wissen, wie viel Schaden mit dem Ding gemacht werden kann, besonders in den Händen von Furia. Ja, der wird sich freuen. Stark. Wirklich stark. Illuminar holt sich damit die 7. Runde aufs Konto. Furia, schauen wir mal. Die werden auch nächste Runde nicht genug haben von den Full-Buy. Haben jetzt aber eine SG zumindest nochmal auf der Hand. Ja, eine SG, um sie zu knechten, ins Dunkle zu treiben und für immer zu binden. Ne? Okay. Auf geht's. Ist das eigentlich auch der Coach, der dahinter sitzt von Illuminar? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist der Admin. Admin? Okay. Also der Coach hat ja einen eigenen Platz. Stimmt, stimmt, der sitzt ja mit dran. Ja. Okay. Bei Illumina kenne ich die Leute natürlich nicht alle. Also ich auch nicht. Keine Ahnung. So. Also, hier haben wir nochmal ein kleines Replay, wie man die Waffe durchbringt. How to save a weapon. Jetzt bin ich gespannt. Was kann Yuri machen? Artfeld als erstes. Ah, Able J zumindest mit der Antwort gegen Oscarish. Reads aber mit 2, Reads mit 3, der hat richtig Bock. Inbound for the Ace wird verhindert von Yuri und der darf mit der SG auch ein bisschen Spaß haben. Oh mein Gott, wie viel Schaden wird er jetzt hier auszahlen, wenn er den Headshot trifft? Wenn er den Headshot trifft. Aber das Stomp und passt auf und jetzt ist Vini, den sieht. Oh Gott! Aber will nicht. Will nicht rein. Und da ist Illumina mit dem 8 zu 11. Jetzt ist man wieder gut reingekommen. Nur noch 3 Runden Unterschied. Wenn man jetzt noch gegen den Full-Buy von Furia, der jetzt kommt, überlebt, ist man eventuell ganz schnell wieder da. Und das ist ein wirklich sehr schönes Tattoo. Ich bin ein Indianer. Apache, der Gangster. Ach schön, aber ich muss sagen, das gefällt mir gut, das Tattoo. Ja, sehr schön gestochen. Sehr schöne Kunst. Sehr hochwertig. So, und guck diese an. Furia, direkt mit Feuer an. Unterm Hintern geht's nach vorne, die Kohlen sind heiß geschürt und die Kohlen wollen direkt hier Erfolg, nämlich das Eisen heiß im Feuer erwärmen. Da sehen wir es, sie können hier sehr viel Raum unten Richtung B-Rampe einnehmen, ja. Ziehen sie aber direkt zurück. Hier geht es nur darum, das Aufbauspiel zu stören. Ansonsten macht man hier gar nichts. Auch unten Richtung A-Rampe wird das Aufbauspiel gestört. Reeds vorne. Alle mit so einem kleineren Peaks. Yuri jetzt oben auf der Box für Mitte. Auch eine fiese Position da oben. Und okay, Serato auf A. Setup eigentlich immer gleich bei Furia.
Bisher wird einfach gewartet. Was macht die Lumina? Wie und wann kann man verschieben? Winnie hinter den Betonsäcken. Kriegt er den ersten Kontakt denn nicht? Flashbang wird auf jeden Fall kommen. Oder auch nicht. Aber dafür der Molotov. Muss er sich selber löschen? Ah, ist jetzt gefangen. Das heißt All-In-Position für ihn. Oh, geht nochmal hoch. Oh. Nice try, aber am Ende kein Kill. Jetzt muss es Art alleine richten. Der hatte eben eine Bomben-Performance an der AWP abgeliefert. Hier ein bisschen schwach unterwegs. So, muss ich hier zurückziehen, aber er kann natürlich jetzt auf der CT-Seite glänzen. Das dürfen wir nicht vergessen. 20 Sekunden. Die Bombe muss irgendwann irgendwo geplantet werden. Jetzt ist die Runde hier sehr schnell vorbei. Noch 15. Jetzt wird es richtig eng. Man versucht, um auf den Baseball zu kommen. Die Bombe fällt. Abel J hat sie gedroppt und das dürfte reichen. Die ist runtergefallen. Das war's. Man kann nicht mehr planten. Hä, wie, die ist runtergefallen? Die ist von der Leiter runter. Man musste nochmal die Treppe runterlaufen. Ach so, ja, GG. Ich dachte gerade, die wäre vom Gebäude gefallen. Nein, nein, aber von der Leiter. Und das hat zu lange gedauert. Es hat zu lange gedauert, nochmal die Bombe zu holen. Ich dachte halt echt, die Bombe ja, wäre gerade runtergefallen. Das ist, glaube ich, die Runde vorbei. Nee, die Bombe, ich habe noch nie getestet. Was passiert eigentlich, wenn man die Bombe runterwirft? Die müsste dann wieder respawnen, ne? Nee. Echt? Ja, die respawnt auf jeden Fall, die Bombe. Okay, ich dachte, die fällt einfach. Nee, die kommt wieder. Die aber kommt ich wieder. Weiß nicht, ob die zurück auf den Rücken kommt oder ob die einfach vor dich irgendwo droppt. Bombe vielleicht, respawnt. Vielleicht weiß das einer. Wenn die Bombe die direkt droppt, auf den bekommt Rücken, der oder? Letzte die auf den Rücken. Ah, okay, gut, alles klar. Alles muss ich kurz überlegen, ob sie halt nebendran wieder einfach hochkommt sozusagen, ne? Wie bei Mario Kart, ne? Der Pilz auf dem okay, also da ist man sich sehr uneinig. Die respawnt da, wo du sie weggeworfen hast, ah, die okay. Respawnt im Spawn, die wird auf dem Rücken. Nee, im Spawn nicht. Also sie, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und im Spawn genau ist sie auf jeden Fall nicht, entweder kommt sie auf den Rücken oder sie oder ist kommt da, wo du sie runterschmeißt. Da kommt nämlich der kleine die kleine Wolke von Mario Kart vorbeigeflogen und hebt dich mit der Angel, hebt die Bombe wieder raus. Genau, dann kommt die. Ja, genau so. Das wäre so geil. Und was war das? Nee, kein Pilz war das, das war irgend so ein anderes Vieh. So ein Viech auf einer Wolke. Ja. Keine Ahnung, was genau. Lange ja. Nicht mehr Mario Kart gespielt. Ach, schön. Das wäre so geil. Auf jeden Fall. 8:12, Fury holt sich die nächste Runde und damit jetzt nochmal eine wichtige auch für Illuminati runter auf Null kaufen. Der Koffer, genau. Danke. Ja. Ach, Koffer, genau. Echt schön. A zählt ja den Cross, wartet erstmal auf Offensiv-Pushes. Ein Gegengesetz von Furia. 4 gegen 4 Situation. Und Illuminar, wie gesagt, absolute Keyround, was das Geld angeht. Wenn sie die nicht holen, wird es schwierig gegen Furia. So, es soll an der Rampe nach vorne gehen. Muss jetzt die ganze Zeit an den Kopf auf der Wolke denken mit der Angel. Die plantet sich alleine, wenn sie runterschmeißt. Aha, okay. Die macht sich selbstständig und sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe mich jetzt selber platten. Tschüss! Abel J, wichtige Joker-Position, wird nicht gesehen, macht einen, macht fast zwei, nochmal richtig viel Schaden. Da kommt der Reflect aber von Riaz, der war wichtig. 3 gegen 3, Riaz ist weit vorne. Ah, das sieht gut aus. So, Art kann jetzt ein bisschen an der AWP auftrumpfen. Endlich mal das zeigen, das Potenzial, was er auf Overpass auch hatte. So, sie haben keine Granaten mehr, um die Bombe rauszunehmen. Sie gehen aber zügig nach vorne, kann Cacerato einfach den Planter rausnehmen, am Ende aber nicht. Ja. Das Legen des Eis verhindern, aber Retake-Situation um 3 gegen 2 auch nicht verkehrt, besonders wenn du noch 3 AP hat. So, Reed springt zu, nächster Kill und ist nur noch Innocent mit 3 AP im 1 gegen 1. Er muss den Headshot treffen. So, er smoked ab, er faked jetzt so ein bisschen das Ganze an, er versucht den Spieler auszubaiten. Er zieht einfach durch. Warum auch? Er kann ihn ja nicht pushen, er hört ihn ja, wenn er pusht. Da ist der drin. Und er kann sogar noch hinter der Box diffusen. Ja, also das ist so halbwegs hinter der Box. Also, schwierige Situation. Und damit ist die 13-0 für Furia, war knapp. Aber es war eine Runde und damit eine Runde Richtung Sieg. Also Lakito heißt der Typ in der Wolke. Lakito. 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 Tu, Lakito. Schön. Danke für die Inside-Infos über das Super Mario-Universum. Und wir sind in der 22. Runde Furia. Oh, jetzt bin ich gespannt. Illuminat kauft nochmal runter durch den Bombplant, den du Geld gehabt. Scheinbar auch ein Loser-Bonus, der reicht. Lakito. Nice. Winnie. Klaus. Jetzt bin ich gespannt, wie viel kann die Nate da ausmachen. Oh, doch, ganz schön guten Damage, der da rauskommt. Mhm. Immer wieder Close Distance, da versuchen die Headshots zu platzieren mit der MP9. Nochmal eine Nate, die aber nirgendwo landet. Also die landet gut, aber macht halt keinen Schaden. CSGO Nate.exe stopped working.
Und damit, also wirklich, die ist in die drei reingeflogen. Keiner nimmt 1 HP Schaden. Schade halt. Die war kaputt. Die Detonationsradius war leider nicht groß genug. 5 gegen 5 immer noch. 45 Sekunden, die Hälfte der Zeit schon mal gut weg. Und Vinny ist close im Crossfire mit Yuri. Jetzt bin ich gespannt, sieht er ihn rechtzeitig? Er sieht ihn rechtzeitig, aber Innocent macht ihn weg. So, jetzt geht's nach vorne. So, Vini mit dem ersten. Vini 2! 3 gegen 2 Situation, man kommt hier durch. Also, die Brechstange funktioniert, nach hinten wird abgeaimt und Furia im Retake. Aber da hat Illuminar direkt was dagegen. Man verhindert hier ein Durchkommen und man kann durch die Breche ja, irgendwie durchspringen und am Ende die Runde für sich entscheiden. So, hier nochmal die kleine Übersicht. Ablejack kann nur noch safen gehen. Also, Furia kämpft sich langsam aber sicher zu einem Sieg. Das gleiche gilt auch für Illuminar Gaming, die immer noch dranbleiben. Das gefällt mir. Und das macht es auf jeden Fall leichter. Das macht es nochmal spannend und vielleicht nochmal die Motivation da, auf jeden Fall hier das Ergebnis umzudrehen und Furia weiterhin unter Kontrolle zu halten. Wichtige Runde für Illuminar Gaming. 3 Waffen durchgebracht. Und Ablejack kann nur noch hoffen und beten, dass er da vielleicht irgendwas bekommt. Der rennt auf jeden Fall nach vorne. Interessant. Ist jetzt, gibt's das Upgrade? Ja, er kriegt das Upgrade. Er konnte die AWP, glaube ich, aufheben, wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe. Ja. Also zumindest vom Geräusch her. Ne? Bin ich Hellseher? Ja, ich bin Hellseher. Ich sag's dir. Großartig. Ne? Das ist kommt das Striking Knowledge. Over 9000. Danke. AWP und Farmers, ansonsten wird runtergekauft mit den Pistols für Furia. Eine schwache Geldsituation. Mal gucken, was die beiden Weapons da noch irgendwie rausholen können. Ansonsten für Illuminar Möglichkeiten, hier wieder zurückzukommen. Und das wird hier nochmal eine spannende Geschichte. Ich habe das so im Blut. Das wird nicht so schnell vorbeigehen für Furia. Aber Art findet erstmal einen sehr guten Engage und den ersten Frag. So eine AWP und eine Farmers kann das Spiel auch alleine entscheiden. Ja, ja. Besonders der Forceball ist echt mies. Sie haben CZ dabei, sie haben noch eine... Ist es eine P250? Ja, es ist eine P250. So, einmal kurz das Duell gesucht. Sind auch fiese Positionen, wo sie dann am Ende aushelfen. Ja. So, Stomp muss ein bisschen aufpassen. An die Waffe kommt man Gott sei Dank bei Illuminar Gaming nicht dran. Das heißt, vorher kann ich da nicht weiter upgraden. Sie stacken aber so ein bisschen auf den B-Spot und das könnte sehr interessant werden. Was ein Info-Jump für Reds, den er da rausholt. Die AWP soll den Vorteil bringen, aber hier wird erstmal abgesmokt. Das heißt, die AWP kriegt hier erstmal keinen Peak. Zum Zeit versucht man auch nochmal an der B-Rampe irgendwie drauf zu kommen. Das wird interessant. Ablejack sieht den Kopf, Ablejack smoked ab, Ablejack blockt erstmal den Weg bei 42 Sekunden. Und die Bombe geht auch zurück. Es soll wohl B werden. Ja, definitiv. Kommt da jetzt zurück, auch Richtung Rampe und da steht eben nur einer und den holt man raus. Art ist weg, jetzt noch close. Oh mein Gott, Innocent! Wie hat das denn auf dem Schirm gehabt? Sehr schöner Frag nochmal von ihm. Damit ist der B-Spot frei, damit kann man die Bombe legen. Innocent fällt gegen Boah, Kezerato. Was war denn das für ein Runner von Kezerato? Der rennt einfach durch den Molotov und gibt ihm hier einfach ein dickes Gesicht. So, 18 HP erwartet, das könnte der Vorteil sein. 3 gegen 2 Situation. Spieler wird gesehen, knapp vorbeigeschossen. Kezerato ist in der Nähe. Kezerato, kann man hier den Vorteil ausnutzen? So, Reeds dreht sich um. Reeds ist da. Es ist nur noch Yuri im 2 gegen 1 und der ist bekannt. Und damit holt man hier die Runde. Also, Illuminar Gaming bleibt dran. Geht auf Double Digits. Bringt 2 Waffen durch, aber das war eine verdammt knappe Runde. Besonders Kezerato hatte da nochmal eine verdammt gute Chance, die Runde am Ende für sein Team aufzumachen. Mit diesem furztrockenen Frag da einfach durch diese durch den Molotov zu laufen und den Headshot zu geben. Hättest du als Spieler auch gar keinen Bock mehr, ne? Das sind so die Fracks, die man nicht plant. Die man auf jeden Fall nicht erwartet, aber die halt ab und zu kommen. Oskarisch findet hier auch direkt in der nächsten Runde schnell die Eröffnung. Jetzt ist es halt eine Full Economy für Furia. Damit werden sie rechnen, dass sie die Runde nicht unbedingt holen. Da geht es nur noch um Schaden. Und wie gesagt, Illuminar ist nicht mehr so weit entfernt. Das sind bloß noch 3, eventuell gleich 2 Runden, die man hier aufholen müsste. Und Furia ist noch nicht am Ziel. Stomp mit dem nächsten, Reeds mit dem 3. und dem 4. vielleicht, wenn er da jetzt noch rumziehen kann. Er sieht beide Spieler, kann sie ansagen. Jetzt muss er sich halt für die richtige Seite entscheiden. Das nimmt ihm Innocent ab. Und damit ist es nur noch Ablejack, Bombe liegt und die Runde ist eigentlich gegessen. Ja, schön. Ablejack nochmal mit der Key Confirmed, mein Lieblingsbeginn für die USP. Sehr, sehr, sehr schöne Waffe. Schauen wir mal. Kriegt er noch einen oder nicht? Das ist die Frage. Vielleicht noch gegen Innocent. Das ist der am nächsten dran. Jetzt nicht mehr. So, also, wenn euch langweilig ist, könnt ihr auch gerne auf Twitter uns was einschicken. Zum Beispiel, wie der gute Masterplay als Bauarbeiter auf Vertigo aussieht.
oder wie ich den Forklift unten steuere Richtung A. Überlegt euch da mal was Schönes. Ich würde mich freuen, da mal ein Bild zu sehen. Das schönste Bild kriegt von mir höchstpersönlich oben im Twitter-Header eine Ehrung. Ich nehme das Bild für meinen Twitter-Header. Wenn ihr euch Mühe gebt. Okay, das ist mal geil. Ja. Auf geht's, Leute. Oder also, wie das Vieh auf der Wolke halt die Bombe zurückbringt. Ja, das wäre auch cool. Fände ich sehr nice. Komm, überlegt euch was. Wenn da ein paar Twitter-Heroes, genau. Photoshop-Heroes dabei sind, die sich gut damit auskennen, auf geht's. Ja. So, 11:13. Genau. Wer ein schönes Bild einsendet und es taugt auch wirklich was, wird der Gewinner am Ende auf meinem Twitter-Header für eine Woche verewigt. Sauschön. Alles natürlich unter dem Hashtag 99Clash oder eben mit den Twitter-Tags Masterplay-GG oder Jitko. Ja. So, damit sind wir drin in der 25. Runde für Furia. Eine wichtige Runde, was auch das Geld angeht. Die haben jetzt nicht mehr ganz die Dominanz, die sie vor ein paar Runden noch hatten. Das heißt, wieder ein Buy auf 0, wieder ein All-in-One. Und wieder für Illuminati Gaming die Möglichkeit, Furia zu brechen und dann auf die 13 zu gehen. Schöner Tower. Furia hat jetzt wirklich das Spiel in der Hand. Wenn sie es jetzt schaffen, die Runde zu holen, ist trotzdem noch lange, lange nicht vorbei. Guck dir das Geld an bei Illuminar Gaming. Die haben halt ordentlich Puffer aufgebaut. Schwierig für Furia. So gut es angefangen hat, so schlecht läuft es hier gerade auf der CT-Seite. Auch Illuminar Gaming weiß ganz genau, wie hier Granaten funktionieren. Nochmal über die Kante. Flashbang kommt rein. So, und damit ist es Art. Art hat einiges zu tun. Nimmt die Smoke hier als Backup. Ein bisschen zu krass geprefied. Reads, der gibt hier einfach um Spray und nicht Doppelkill. So, und damit wieder ein riesen Vorteil für Illuminar Gaming mit 4 gegen 3 Situation. Sie haben keine Granaten mehr, aber Juri ist da. Was ist denn mit Illuminar jetzt los? Vor allem mit Reeds. Wieder ein Double Kill, wieder super starker Anfang. Vini, aber mit wichtigem Schaden. Und jetzt sind beide unglaublich low. 2-on-2, Bombe liegt. Die werden beide angepustet und sind hin. Rampe gesehen, Reeds mit dem Headshot gegen Juri. Abel J ist halt auch nicht mehr so gut dabei mit 46. Und er saved. Er geht. Die Runde ist durch. Illuminar Gaming holt sich das 12:13. Hat kein Geld mehr auf Seiten von Furia. Und das ist so, so stark in diesem Match. Jetzt wird's nochmal richtig, richtig knapp. Da sehen wir auch nochmal die Bilder aus der Arena. Wir schauen gerade auf Twitter. Danke für den Support bei der Arbeit. Sehr gut. Großartig. Also, wir zeigen natürlich auch die besten Tweets. Von daher sendet ein, was ihr habt. Und da freuen wir uns natürlich drüber. Ja, ne? Wir wollen Unterhaltung auch ein bisschen auf Twitter von diesem bei diesem Event haben. Deshalb ist es ein bisschen mager. Da will ich mehr sehen von euch. So, jetzt bin ich gespannt. Was wird gekauft und was nicht? Hast du es wieder gehört, was gekauft wurde? AK. Eine AK. Eine, oh, sehr gut. Eine AK mitgenommen aus der letzten Runde. Nee, die wurde gekauft. Von ABJ. Auf der TT-Seite. Ja, auf jeden Fall. Macht man immer so. Okay. Welchen Dealer hat er denn da angesprochen? Den drei Stockwerke unten drunter. Genau. Da ist das Office. Oder er hat den Dings gefragt. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Das Vier auf der Wolke. Es hat dann einfach die AK Akitu. Lakitu. Lakito. Lakito, genau. Lakito. Großartig. Vom 1. bis zum 51. Stock. So, damit jetzt eine wichtige Runde auch wieder für Illuminar. Sie können den Ausgleich real machen. Furia hat, wie gesagt, kein Geld. Können hier also nicht wirklich was kaufen. Nur Abel J mit seiner gedealten AK vielleicht ein bisschen was an Schaden auszuteilen. Aua. Reed direkt mit dem nächsten Headshot. Vinny muss leiden. Die Nate sieht saugut aus. Sie kommt gut rein. War das gerade ein brutaler Run, den Illuminar Gaming hier hinlegt. Ja. Furia kommt hier gerade überhaupt nicht mehr in die Partie rein. Muss hier wieder versuchen, mit ein bisschen Waffen irgendwie diese Partie zu drehen. Aber sieht nicht gut aus. Das riecht nach einem Ausgleich für Illuminar Gaming. So, besonders diese Opening-Stärke, die gerade Reeds auf dem Server abliefert mit seinen Mates zusammen. Auch das Gleiche gilt für Innocent. Die beiden sind gerade unbesiegbar gefühlt. Krass, Alter, wie man hier jetzt nochmal zurückkommt und sich überhaupt nicht beeindrucken oder einschüchtern lässt von Furias Dominanz in diesen ersten Phasen und auch über weite Strecken dieser Halbzeit. Jetzt mit 5, 6, 7 Runden in Folge. Ich kann keinen Tab drücken, um nachzuschauen. Wir werden es vielleicht gleich sehen. Aber das war jetzt... Wolltest du jetzt echt Tab drücken? Ich wollte jetzt Tab drücken, aber im Clean Feed ist das leider schwierig.
Nehmt sie mich über. Ich glaube, er arbeitet zum zweiten Mal mit dem Cleanfield oder so. Ich bin neu. Ich bin erst der Meisterschaft geschädigt, da gibt es bloß GoTV. Ja, so ein Luxus gibt's halt nur... Nur bei euch, ich weiß. Nur bei uns. Sehr schön, sehr schön. So, da ist die Runde 13 zu 13. Aber Reeds, Alter, der gibt halt durch Smokes, durch Wände, durch alle... Der ist so kreiseskrank gerade drauf. Ich weiß gar nicht, was mit ihm los ist. Hat er gerade alles von Able J geklaut? Genau. Oh Mann, oh Mann. Alles geklaut von Able J. Alles nur geklaut. Hey, yo, hey, yo. Juri. So, es ist die nächste Runde, also Furia. Das heißt, 13 zu 13. Furia, jetzt muss der Umschwung kommen. Ansonsten zieht ihr Luminar komplett weg. Wenn wir selber aufs Geld schauen, ist man schon, zumindest wenn man auf die hohe Kante schaut, gut weggezogen. Furia versucht wieder ein bisschen aggressiver zu arbeiten. Die Granate, gut, die Granate kommt am Ende auch an. Kann den letzten AP noch abziehen. Plus, dass Mono da noch ein bisschen was gefressen hat. Das ist so der Klassiker. Ich sage immer gern, dass die Jitko-Regel, du holst auf den Ausgleich im Late Game und kannst nicht in Führung gehen. Okay. Mal gucken, ob die Jitko-Regel hier wieder erfüllt wird und Furia die Runde holt. Jitko-Regel, aha. Ja. Gibt es die auch schon im Chat, Ausrufzeichen Jitko-Regel? Ja, die gibt es schon, die Jitko-Regel. Das ist ja großartig. Aber die müssen wir, glaube ich, nochmal umschreiben. Ich glaube, die ist... Fehlerhaft. Ich glaube, die ist zu kompliziert umschrieben. Okay, wird das von der Taschenrechner rausgeholt, um die Runden zu verstehen. 13-13. Oh, okay, Serato. Ich ziehe einfach mal durch und holt sich den Frag genauso wie Vinny. Boah, jetzt ist man wieder in Überzahl, aber in deutlicher Überzahl. Jetzt wird langsam gespielt und das rächt sich so ein bisschen. 30 Sekunden. Juri, der wird wichtig sein. Juri schafft den Spraydown nicht. Innocent mit dem Frag. 2-on-2. Jetzt muss man da hoch. Und damit... ganz, ganz langsam diesen Spot nochmal retaken oder einnehmen. 15 Sekunden auf der Uhr, jetzt muss die Bombe drauf. Und wenn Art diesen Plan verhindert, oh mein Gott, Art! Woher wusste er das denn jetzt bitte? Starke Pre-Fire-Head. Alter! Oh, Art, jawoll! Da ist es! So! Woher wusste er denn das jetzt bitte? Wer in Führung will... Blöd, geisteskrank. Wer in Führung will, wird vom Gegner immer gebrochen. Schau mal, ja, ich hab den. Sagt man, sehr stark geprüft. Also, ich wusste nicht mal, dass man da durchschießt. Ich auch nicht. Kann man machen, ne? Bangbare Materialien. Mag. Alter, aber halt mit einer Confidence. Das war nicht einfach mal so, ich schieß halt mal durch, so wie man auf Mirage oder so immer. Er wusste ganz genau, wo er hinschießen muss. Ja, sehr krasser Winkel. Woo. Hab ich so noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Also, dass man durch diesen fetten Betonklotz da durchkommt, das ist krass. Das ist halt aus Pappe, ne? Das ist noch nicht fertig gebaut. Das ist noch nicht genau. Das ist noch in Hohl. Leute, wir machen kurz eine Straw-Poll im Chat. Was wird früher fertig? Vertigos, Hochhaus oder der BR? Mal schauen, ob sich irgendwann jemand mit der ob sich irgendwann jemand traut, Vertigo fertig zu bauen oder ob der BR es vorher schafft. Wir wissen, wer... Alle sind für Vertigo. Vertigo, natürlich. Vertigo ist früher fertig. Oh, der Berliner Flughafen, der sollte eigentlich jetzt, wann soll der eröffnet werden? Den vor 8 Jahren, vor 6 Jahren, nee, vor 5 Jahren, also vor 3 Jahren. Die Eröffnung sollte doch im Oktober sein, oder? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es gab einen neuen Termin. Ich bin voll raus. War der 2020 oder war diese, also ich glaube da gar nichts mehr. Aber, ich glaube, hat's da nicht die bauen, gebrannt, ich glaube, die bauen schon das nächste Terminal oder können das alte abreißen oder so. Das wird halt nie fertig. Ach ja, gucken wir mal ganz kurz. Das ist so ein bisschen ein FSK 18-Joke, aber ich finde ihn nicht schlecht. Meine Nachbarin ist auch bangbares Material. Wow. Oh, wow. Es ist leider 15 Uhr, alle unter 18, bitte kurz weghören. Aber den muss ich jetzt eben kurz highlighten. So, 5 gegen 5, wir sind noch da in der 28. Runde. Jetzt bin ich gespannt. Wer holt sich die Runde? Ist es Furia mit der 15? Und dann schon mal der sicheren Overtime. Der Termin liegt im Oktober 2020. 2020, okay. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, das sollte nächstes Jahr dann schon fertig werden. Das wäre nächstes Jahr dann. Oh Mann. So, Mono mit dem ersten Frag holt sich für Illuminar erstmal den Vorteil wieder raus. Furia in der Unterzahl, mal gucken, was sie draus machen können. Bombe ist irgendwo gedroppt. Mitte, glaube ich, ist das. Minimap immer nicht so einfach zu sehen. Und das Karish geht nach vorne. Schöner Doppelmolo, hält da erstmal die Rampe nach oben frei.
So, es geht langsam nach vorne. Sehr schön gemacht von Art. Also jetzt scheint hier wieder der Lachs hier zu luppen, ne? Und zu laufen. Sieht gut aus. So, Execute kommt rein. Luminar Gaming sucht die nächste Runde. 4 gegen 4 Situation. So, sie haben noch ganz gut Granaten, die sie gegenwerfen können. Also Delay is real. Und sie versuchen auf jeden Fall hier Presse erstmal den Baseball zuzumachen. Rotation kommt rein. Es geht nach vorne. Schade. Schöner Peak. Kesserato muss aufpassen, dass er sie verbrennt. Er geht halt all in rein. Was hier kein Verbrechen ist, klar, ist in der Ecke getrappt und noch der Molotow, aber Storm findet die Öffnung Richtung A-Seite. Jetzt geht es natürlich zügig nach vorne. Die Rotation sehr kurz für Furia. Mal gucken, ob sie es zeitlich schaffen. Bombe können sie nicht mehr verhindern. So, und Art. Komm, nochmal durch die Box. Einfach rein da. So, es liegt hauptsächlich an Juri. Der muss jetzt arbeiten. Schwierig, das sind so viele Ecken, die man checken muss. Hi, trifft sich hier ganz kurz. Oh Gott, Alter. Zumindest ist der Vorraum frei. Das heißt, alle drei Spieler sind an der Rampe. Oh, Juri, ich glaube, das wird gesaved, oder? Ich glaube nicht, dass man das versucht. Obwohl, jetzt... Ah, Molotov, jetzt weiß man, dass einer Sandpacks ist, aber es macht eigentlich keinen Sinn, da reinzugehen. Man sollte die Waffen lieber speichern. Hier 14 zu 14 ist noch kein Beinbruch. Wir gehen hier definitiv über die volle Distanz auf Vertigo. Und das ist hier ein großartiges Winners Bracket Match. Eieiei. Also, wer auch immer hier gewinnt, ist verdient im Finale, in den Playoffs, würde ich sagen. Ja. Und es freut mich natürlich auch für die polnischen Fans, dass man dann theoretisch ein Team vor Ort hat, das halt aus Polen kommt. Na? Was nochmal? So, ich hab also ich würde mich freuen, wenn ein Team aus Polen natürlich dann auf der großen Bühne spielt. Das auf jeden Fall. Richtig. Bringt uns natürlich auch ein bisschen was für den Jubel vor Ort. Ne? Und die Zuschauer vielleicht, keine Ahnung, man kann ja bestimmt da auch kurzfristig hingehen. Ich glaube nicht, dass das ein Event ist, was seit 4 Wochen ausverkauft ist. Und von daher, wenn da zwei polnische Teams spielen, dass dann einige kurzfristig sagen, okay, komm, lass mal gucken. Das kostet 5 Euro. Ja eben, einfach rein. Einfach Vollgas. Ich glaube aber, für polnische Verhältnisse ist das trotzdem viel Geld. Das wirkt auf jeden Fall. Für uns so wenig, aber für polnische Verhältnisse sind 30 Zloty, glaube ich, viel Geld. Das stimmt. Von daher, schauen wir mal. Jetzt muss erstmal Illumina hier gewinnen. 2 Runden in Folge wären das an dieser Stelle. Beide haben Geld für den Full-Buy. Beide auch wieder mit einer AWP. Für das Preisgeld Platz 1 50.000 Dollar. Entschuldigung. Kratzt es im Hals. So, es geht langsam nach vorne. Also 14-14. Wird das jetzt hier in der letzten Runde entschieden? Wir gucken mal aufs Geld. Gar nicht mehr so geil bei Lumina. Es könnte echt mit dieser Runde entschieden werden. Wirklich, bis zum bitteren Ende, bis einer kotzt. So, Juri, was können Sie machen? Erster Schaden verteilt gegen Storm. Wir schauen auf die Granaten, alles ausgeglichen. Wer schafft es hier, die bessere Verteidigung abzuliefern? Wer schafft es am Ende, den Execute konsequenter durchzuführen? Ist das Furia oder ist das Illuminar Gaming? Und das ist eine gute Position von Vini. So, die Standardposition spielt halt sehr, sehr passiv auf dem A-Spot und versucht den Gegner im Retake irgendwie die Knie zu zwingen. Sie kommen hier sehr weit nach vorne. Nochmal von Oskarich die Eröffnung. Jetzt ist hier Zappe Duster. Das ist eine sehr gute Eröffnung. Sie können den Raum einnehmen. Nochmal der Molotow auf die Standardposition. Bombe wird aber hinter der Box geblendet. Guter und damit Versuch. Kann man hier durchsprayen. Schade. Also, es geht in Retake für Furia. 4 gegen 5 Situation, guter Bankversuch von Vini geht dieses Mal nicht durch. Bombe liegt und das muss Furia irgendwie versuchen. Das kann man nicht saven. Das kann man. Was? Ja, sie wollen auf die Overtime gehen. Oh mein Gott. Sie haben halt keine Granaten mehr für den Retake. Und es ist halt so schwierig. Muss man sich aber sicher sein jetzt, ne? Also ich finde es besser, als jetzt einfach reinzugehen mit dem Kopf durch die Wand, weil sie haben keine Smokes mehr für zum Beispiel... An der Wand, die Kerbe. Sie haben keine Smoke mehr, um die Bombe irgendwie abzusmoken oder eine Smoke hinten an den Kran zu schmeißen. Also sie können sich halt kein Backup geben für irgendwas. Und von daher der Safe hier absolut legitim. Kann man auf jeden Fall machen. Dann lieber nochmal eine Waffe nachkaufen und nochmal komplett voll hochgekauft mit Utility den Startwagen. Okay. Ja, muss jetzt sein, auf jeden Fall. Also jetzt entweder Overtime oder ein polnisches Team in den Playoffs. Ja, und wer zieht als erstes in die Playoffs? In der wunderschönen Hafenstadt bei Danzig. Sprout. An der Ostsee. Sprout hat es schon geschafft bisher. Fürs deutsche Herz auf jeden Fall was. Leider passt das Lied an der Nordseeküste hier nicht. Weil das ist nicht die Nordseeküste. An der Ostseeküste geht doch auch genauso viele Silben. So, geht's jetzt Vini mit dem ersten gegen Storm, der wäre wichtig gewesen, aber Keiserato direkt mit der Antwort. Art holt sich aus Garish. 4 gegen 2, das ging zu schnell. Das war sehr flott. Und dann geht das Ganze hier am Ende doch auf. Also
der. Die Runde ist zwar noch nicht vorbei, aber es sieht sehr gut aus für Furia. So, Flashman kommt nochmal rein. Juri nimmt hier die Panoramaroute, also entscheidet sich über die B-Rampe einzugreifen und damit halt eine Zangenbewegung aufzuziehen. Da müssen jetzt auf ihren Spieler warten. Wenn sie das schaffen. Aber jetzt können sie nicht mehr saven. Genau. Jetzt müssen sie reingehen. So, schöne Position vom Mono. So, haben sie es auf dem Schirm. Art aimt das auf jeden Fall schon an. Haben sie ihn gehört? Sie haben ja ihn gehört. Und jetzt ja, da ist das Ding. So, nochmal den Molotov zumindest. Das gibt Innocent nochmal ein bisschen Zeit. Spieler kommt über die Rampe. Es geht langsam nach vorne. Innocent sucht natürlich das Duell gegen die AWP. Sieht den ersten. Oh, holt ihn raus. Nein, auf den. Und dann ist er von hinten. Also, es liegt an Juri. Er spielt's auf Zeit. Er spielt's auf Zeit. Molotov kommt rein. Wechselt nochmal die Position. Kann den Molotov umlaufen. Er spielt's einfach nur auf Zeit. Das ist so gut von Innocent. Er macht es. Was zur Runde. Und guckt ja, die freuen sich. Sie stehen im Finale als erstes in den Playoffs. Als erstes polnisches Team. Sehr stark gespielt. Was eine geile Runde. Runde am Ende. Was war das bitte für ein Mindset, was der da nochmal ausgepackt hat? Was eine Game Sense, wie er da mit dem Molotov getanzt hat. Guck dir es nochmal an. Den ersten rausgenommen, der Spraydown sitzt hier und dann der Tanz gegen das Feuer und einfach nur auf Zeit. So schön gespielt. Und dann macht Juri gar nichts mehr und dann kriegt er sogar noch den Kill. Wundervolle letzte Runde. 16 zu 14 heißt es am Ende für Illuminar. Wir schauen nochmal so ein bisschen hier auf die Spieler. Die freuen sich natürlich. Sie sind in den Playoffs und da haben wir ein polnisches und ein deutsches Team nach den Winner Brackets. Für uns eigentlich das perfekte Ergebnis.